Wenn Sie die Atmosphäre des alten Kiews Anfang des 20. Jahrhunderts spüren möchten, besuchen Sie gerade dieses Restaurant. Hinter zwei Hasen oder zwei Hasen aufeinander zu jagen. Heißt Theaterstück, Film und dieses Restaurant, ein Muss in Kiew. Hier können Sie Kiewer Torte probieren, die richtige Kiewer Torte. Hier können Sie Hühnerkotelette, also Chicken Kiew probieren, Hühnerroulade. Hier sind im Moment eine Ausstellung aus Ostereiern. Da oben sehen Sie Andreaskirche, das ist in der Mitte des Filmes und dieses Restaurant. Und hier ist die ganze Ausrichtung, Innenraum, wie Anfang des 20. Jahrhunderts in Kiew. Was interessant besonders finde ich, sind diese Schaufenster. Da hinten sehen Sie Kleiderstücke. Das ist ein virtueller Theater von Maria Ivanova und das veranschaulicht die Mode Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir befinden uns nur in einem von mehreren Sälen des Restaurants und das ist ein Muss für jeden Ukrainer, für jeden ukrainisch und russisch Sprechenden in Kiew, denn dieser Theateraufführung, dieser Film ist bei uns sehr populär, sehr bekannt, besonders bei der älteren Generation. Also das ist noch eine Halle im Restaurant, zwei Hasen zu jagen, Entschuldigung, mit dem Kamin. Hier können Sie gemütlich mit einer kleinen Gesellschaft Platz finden. Und was ist gut in diesem Restaurant? Ein gutes Angebot von ukrainischen Weinen. Zum Beispiel Rotwein, der Firma Kolonist, bei uns sehr bekannt für Liturgien. Es gibt auch natürlich georgische Weine, andere Firmen wie Chabot, wie der Fürst Trubetskoi, Knez Trubetskoi. Und auf der Sommerterrasse, es gibt hier auch zwei Sommerterrassen am Andreassteig, nicht weit von der Andreaskirche. Dort kann man auch zum Beispiel Kraftbier genießen, auch ukrainisch, in der Ukraine hergestelltes Kraftbier. Herzlich willkommen in Kiew. In dieser Halle sehen Sie viele Figürchen aus Porzellan. Das ist die Besonderheit dieser Halle des Restaurants. Hier kann man ganz gemütlich sitzen und Backwaren, Konditorei, also genießen. Es gibt hier auch alkoholische Getränke, sehr lecker, sehr süß hier am Bar. Wir nennen es Nalivka und die sind sehr süß und probieren Sie mal alkoholische Getränke im Restaurant za dvoma zajcami, das heißt hinter zwei Hasen. Und noch eine Besonderheit der Halle ist dieser Ofen aus Porzellan. Ganze Innenraum, Innenausrichtung ist sehr interessant, sehr süß, sehr lecker. Wieder Konditorei, Waren kann man hier genießen und das ist mehr für Mädchen, Frauen. Hier gibt es auch veganische Küche, vegetarische Küche und etwas Leckeres wie zum Beispiel süße, fette Kiewer Torte, unsere Spezialität. Sehen Sie auch viele Souvenire, da sind die Flaschen mit Alkoholgetränken, einige davon Nalivka, ukrainische alkoholische Getränke, sehr bekannt sind. Hinovucha, das ist ein Meerrettich, alkoholisches Getränk aus Meerrettich. Und es gibt auch hier interessante alkoholische Getränke aus Moosbeere. Hier kann man das alles kaufen. Herzlich willkommen in Kiew und bis zum Treffen in diesem Restaurant. Zwei Hasen zu jagen.
за двумя зайцями auf Ukrainisch. Und für deutsche Gäste gibt es deutsche Musikstücke im Angebot. Bitte schön.